Willkommen, liebe Leute, heute mit einem Video zum Thema die Milchlüge von Dr. Med.Petra Bracht. Hatte ich schon öfters jetzt auch unter meinen Videos drunter, sollte ich mir doch mal angucken, per E-Mail bekommen und so weiter. Dementsprechend gucken wir uns heute mal an. Das erste Video von ihr, wo überhaupt mal Studien angebracht werden und dementsprechend natürlich auch für uns interessant, dass wir uns die Studien mal angucken, ob in diesen Studien jetzt drin steht, dass Milch jetzt wirklich schädlich ist. Generell geht es darum, dass sie eben sagt, sie hat von einem Dermatologen, ist es glaube ich, von Bodo Mellrich oder wie er heißt, die Studien immer wieder bekommen, die eben dann zeigen, dass Milch schlecht ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hier war so eine schöne Datei, PDF dabei, wo die ganzen Studien eben drin sind, habe ich mir jetzt alle rausgesucht. Und wie man eben sieht, sehr viele von diesen Quellen sind auch nur von diesem Mellnick, also von daher eine ziemlich einseitige Sache, Frau Bracht. Ich würde doch mal raten, wenn man schon mit Studien um sich wirft, dass man eventuell mal selber Research betreibt und das Ganze mal auf verschiedenen Ebenen irgendwie selber betrachtet. Nun gut, wir schauen uns also die Begründung von ihr, warum Milch schlecht ist, schauen wir uns heute mal an. Und die Studien habe ich natürlich rausgesucht. Also, erste von Bodo Mellrich. Es geht hier, es ist keine Studie, es ist hier keine Versuchsgruppen, die eben gegeneinander verglichen werden oder sowas, sondern es ist von ihm nur ein Zusammengeschreibsel hier von einem möglichen Weg in der Muskelzelle, wie zum Beispiel jetzt mTOR aktiviert wird. mTOR, muss man wissen, hat eben, wenn wir uns das mal hier in dieser Grafik angucken, ist das ein bisschen einfacher, führt eben dazu, dass die Zelle wächst generell und dass sie sich ausbildet und so weiter und so fort. Bedeutet also beim Krafttraining, beim Sport und so ist das unabdingbar, dass wir dann eben über solche Wege das Zellwachstum eben anregen. Also ist mTOR jetzt per se nicht schlecht. Wenn ich jetzt natürlich Krebs hätte oder sowas, macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, in der Verbindung dann mTOR ohne Ende zu aktivieren. Nun gut, was ist jetzt seine grundsätzliche Begründung auf jeden Fall? Er versucht hier so ein Konstrukt zu erstellen quasi, warum Milch schlecht sein soll. Das ist die Art und Weise, wie er hier arbeitet. Also die Milch kommt eben rein, Whey-Protein, was auch immer. Der Leucin-Anteil daraus reguliert dann eben mTOR nach oben. Über die Insulinausschüttung von der Milch ist es so, dass dann eben über verschiedene Wege mTOR aktiviert wird und IGF-1 eben dann auch über Insulin und so weiter aktiviert wird, was dann mTOR aktiviert. So, das sind verschiedene Wege, wie das Ganze eben funktionieren soll und hier vorne kommt die Milch rein. Schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen an, was da noch eine Rolle spielt, zum Beispiel Insulin hier oben. Und generell geht es bei ihm einfach nur darum zu sagen, Aminosäuren haben den Effekt, dass sie eben Insulin erhöhen, dass sie eben IGF-1 erhöhen und dass sie dadurch natürlich mTOR aktivieren. Das ist die Begründung. Und weil in der Milch eben Aminosäuren drin sind, jetzt muss man sich die Begründung wirklich mal geben, weil in der Milch Aminosäuren drin sind, ist es so, dass die mTOR aktivieren. Okay, also es sind doch immer die Veganer, die am lautesten schreien, ich bekomme auch alle meine Aminosäuren aus der veganen Ernährung. Ob ich jetzt am Ende 100 Gramm Aminosäuren oder Protein aus Milch zu mir nehme oder ob ich 100 Gramm Aminosäuren aus pflanzlichen Produkten zu mir nehme, es sind die gleichen Aminosäuren, die essentiellen. Es ist das gleiche Leucin, es ist doch nichts anderes an BCAAs oder Aminosäuren in der Milch wie in Pflanzen. Schreit ihr doch selber die ganze Zeit rum. Also es werden doch genau die gleichen Wege mit dem genau die gleichen Aminosäuren dann eben angeregt. Also was für ein hirnrissiges Argument ist denn hier dann zu sagen, die Milch enthält Aminosäuren und aktiviert darüber dann eben IGF-1 und mTOR. Also das Ganze wird hier unten noch viel lustiger. Da geht es erstmal noch um ein paar andere Wege. Und hier auch noch dazu, dass Milchkonsum eben dem BMI, also zu Übergewicht führen sollte, was wir uns gleich auch nochmal anschauen und so weiter und so fort. Hier wird es dann eben lustig. So, hier wird dann eben gesagt, dass bei Insulinresistenz eben der BCAA-Plasmaspiegel eben erhöht ist. Okay, wenn man weiß, was Insulinresistenz ist, dann macht das natürlich auch Sinn. Der Muskel ist also voll mit Energie, wie ich es schon mal gesagt habe. Zu viel Glucose drin, zu viel Fett drin, zu viel Protein drin. Insulin kann nicht mehr wirken,
Von daher hast du einen erhöhten Glukosespiegel, du hast einen erhöhten Triglyceridspiegel und, oh Wunder, du hast natürlich auch einen erhöhten BCAA-Spiegel oder Aminosäuren generell, weil Insulin kann nicht wirken und dementsprechend ist das Level erhöht. Das ist aber nicht die Ursache. Die BCAAs sind doch nicht die Ursache deshalb. Also was für ein verrücktes Zusammengeschreibsel hier, wie gesagt. Hier geht es dann eben nachher drum, die BCAAs der Milch haben deshalb negative Effekte, weil sie wahrscheinlich zu Insulinresistenz dann eben führen und weil sie mTOR aktivieren. Also die BCAAs aus der Milch, du nimmst doch genau die gleichen Proteine aus anderen Quellen zu dir und what the fuck? Also warum versteift er sich dann hier in dieser Hinsicht mit den Proteinen dann so auf die Milch? Da ist doch nichts anderes in den anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln dann eben auch drin. Also völlig wildes, confuses Dingen hier, nur um die Milch dann eben nachher schlecht dastehen zu lassen quasi. Aber wir kommen da gleich nochmal drauf, dass diese einzelnen Sachen, die er eben schreibt, dass das zu Übergewicht führt, zu Diabetes führt, totaler Quatsch ist, weil das Interessante an dieser ganzen Studiensache von der Petra Bracht ist, sie hat sie sich selber nicht durchgelesen, weil sonst die anderen Studien zeigen quasi das Gegenteil von dem, was diese Studien hier sagen. Und das finde ich ziemlich witzig. Also die Studien sagen nachher sogar, die eigenen Studien, die sie drunter verlinkt hat, dass Milch sogar positiv ist. Okay, schauen wir uns weiter an. Das wird noch lustig, das verspreche ich euch. Zweite Studie, genau, von Melnick, ist genau das gleiche. Also ist einfach nur das hier, was hier drin steht, einfach nochmal hier dann eben nochmal genau das gleiche. Insulin wird eben angeregt, IGF-1 wird eben angeregt. Und generell geht es aber hier, und das ist nämlich das Interessante, die Milch hat er jetzt irgendwie mit reingenommen, aber es geht eben über hochglykämische Nahrungsmittel. Bedeutet also Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, den man heutzutage sowieso nicht mehr benutzt, weil man glykämische Last benutzt. Und das dazu führt durch den hohen Insulinausstoß, dass man eben dann auch mehr IGF-1 ausschüttet. Okay, diese Studie von Melnick oder dieser mögliche Weg von ihm, sagt jetzt also die Frau Petra Bracht nimmt diese Studie ran und möchte dann damit sagen, viel Insulin, viel IGF-1, viel mTOR. Bedeutet, die Petra Bracht möchte euch also sagen, ihr sollt euch Low Carb ernähren. Ihr sollt euch nicht mit Essen ernähren, quasi, kein Reis, keine Kartoffeln und so weiter, weil die natürlich mehr Insulin ausschütten, dadurch dann IGF-1 anregen. Bedeutet also, diese Studie zeigt, dass eine Low Carb Ernährung oder eine ketogene Ernährung sehr positiv ist und dass wir, wenn wir irgendwelche Probleme haben, uns lieber Low Carb ernähren sollten und auch solche Sachen wie Smoothies oder Früchte oder sowas aus der Ernährung rauslassen sollten, wenn wir das jetzt mal so einfach nehmen. Also, okay, gehen wir nochmal weiter. Das ist also genau das gleiche im Prinzip, was dann hier so steht und genau die nächste Verlinkung als Quelle ist genau das gleiche darunter, sagt im Prinzip eigentlich immer genau das gleiche aus. Von daher drei Studien hier, in Anführungsstrichen Studien, das sollen einfach nur hier, ist einfach nur so ein zusammengeschutztes, mögliches Konstrukt quasi, wie die Milch wirken soll. Aber genauso wirkt dann eben auch, wenn ich das mit Reis machen würde. Genauso würde es doch wirken, wenn ich es mit Kartoffeln machen würde. Und so weiter und so fort. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Genau das gleiche wie mit Leucin. Jetzt sagt er hier auch der Bodo Melnick wieder genau das gleiche, dass Leucin eben dafür verantwortlich ist, dass du Typ 2 Diabetes und Übergewicht bekommst und so weiter und so fort. Hier steht dann, dass zum Beispiel die Flavonoide aus den Pflanzen eben mTOR unterdrücken. Okay, also die Petra Bracht ist ziemlich cool. Das bedeutet, dass wir jetzt eine pflanzenbasierte Ernährung auf keinen Fall machen sollten, wenn wir Muskelaufbau betreiben sollten. Wenn wir Sportler sind, sollten wir auf keinen Fall pflanzenbasierte Ernährung machen, weil es natürlich dann mTOR unterdrückt, was dann zu weniger Muskelwachstum führen könnte. Das ist cool. Also wir dürfen, wir sollen Low Carb machen, weil wir Insulin unten halten wollen. Und wir dürfen keine Pflanzen essen, weil es mTOR dann unterdrückt. Als Sportler. Finde ich eine gute Sache, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt.
So, dann geht's hier aber auch um Korrelationen, bla 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 blub. Und da schauen wir uns gleich nochmal an, ob Leucin wirklich dazu führt, dass wir eben Typ 2 Diabetes bekommen. Also eine ziemlich wilde Sache hier am Ende, was einfach überhaupt nicht stimmt. Aber gut, schauen wir uns das an. Jetzt geht es hier los um die Milchauswirkungen generell. Jetzt haben wir endlich mal eine Studie, die das Ganze auch untersucht. Hier aber allerdings auch leider nur an Mäusen, also an übergewichtigen Mäusen, die entsprechend auch gefüttert werden, etc. etc. Jetzt gibt es aber schon hier irgendwie Unterschiede zwischen zum Beispiel Vollmilch und zum Beispiel Low-Fat-Milch. Da scheint es wahrscheinlich irgendwie einen komischen Unterschied zu geben. Leider kann man sich, wenn man jetzt sich nur den Abstract anguckt, was ich ihr jetzt einfach mal unterstelle, dass sie gar nicht mal reingeguckt hat, was da in dieser Studie drin ist, schauen wir uns aber trotzdem mal an. Das Ganze kostet nämlich, wenn man sich die Studie dann angucken will, und das macht natürlich keiner, dann übernimmt man lieber, was dann im Abstract eben drin steht. So, 2014 ist Hoppe, genau, ist das. Nee, das ist es nicht. Long-Term, das ist es. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was denn hier gemacht worden sind. Erstmal natürlich am Mäusen, und jetzt kann man mal genauer gucken, was haben die überhaupt gegessen quasi, was haben die überhaupt bekommen und wie wurde das Ganze dann eben überhaupt gemacht. Es gab also eine Gruppe hier, die Wasser bekommen hat, eine Gruppe, die hat Low-Fat-Milch hier bekommen und eine Gruppe, die hat eben Vollmilch bekommen. Jetzt schon der erste Hinweis. Die Gruppe, die jetzt nur Wasser getrunken hat zum Beispiel, die hat wahrscheinlich auch weniger Kalorien dann zu sich genommen. Also hier wurde dann eben irgendwie nicht gematcht auf Kalorien und auf die Makronährstoffe zum Beispiel. Was in erster Hinsicht schon mal ein bisschen komisch wirkt, wenn man sich das Ganze anguckt. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal so nur an der Grafik an. Ich zeige erstmal die Grafik. Hier ist das Körpergewicht. Und hier sehen wir die Vollmilch. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer, damit ihr das noch besser seht. So, hier sieht man die Vollmilch eben als Punkte und da zeigt sich natürlich, dass die hier zugenommen haben. Hier sieht man die Kontrollgruppe mit dem Wasser. Zack, ist irgendwo in der Mitte. Und hier sieht man die Low-Fat-Milch, die haben abgenommen. Okay, also ich brauche dann keine Vollmilch trinken laut dieser Studie, die sie drunter gepostet hat, sondern wenn ich kein Übergewicht haben möchte, trinke ich einfach nur Low-Fat-Milch. Und das führt dann nicht zu Übergewicht. Ist sogar noch besser als mit Wasser. Okay, also irgendwie weiß ich nicht, ob sie die Studien selber gelesen hat. Und jetzt geht es nämlich weiter. Warum hat die Gruppe mit der Vollmilch so zugenommen? Liegt es an der Milch? Liegt es am Leucin? Liegt es am Leucin, das zu Insulinresistenz führt und zu Übergewicht? Was macht denn Insulinresistenz? Was habe ich vorhin gesagt? Die Energie in den Zellen, richtig? In den Muskelzellen. Zu viel Energie da, kann nichts mehr eingelagert werden. Jetzt könnt ihr mal kurz auf Pause machen, selber überlegen. Was war wohl bei der Vollmilchgruppe anders? Ich zeige es euch. Huch, hier, diese Grafik ist interessant. Die haben ja deutlich mehr Kalorien zu sich genommen. Oh Wunder, dass die zugenommen haben, wenn die mehr Kalorien gegessen haben als die anderen beiden Gruppen. Okay, ich mache eine Studie, wo ich zeigen möchte, dass Milch zu Übergewicht führt und gebe der Milchgruppe einfach mehr Kalorien. Geile Studie, muss ich schon am Ende sagen. Interessant ist natürlich in der Hinsicht, dass die Low-Fat-Milchgruppe hier auch mehr Kalorien zu sich genommen hat, aber weniger Gewicht dann eben zugelegt hat als selbst die Kontrollwassergruppe. Also, okay, diese Studie, die sie drunter gepostet hat, würde jetzt also quasi, ich weiß, es ist eine Mäusestudie und so weiter, würde jetzt aber theoretisch sagen, wenn du abnehmen möchtest, nimmst du halt eine Low-Fat-Milch. Das sagt die Studie, die Frau Petra Bracht hier drunter eben gepostet hat. Schon interessant, oder etwa nicht, wenn man sich die Dinge mal ein bisschen genauer anschaut. Aber wem wundert's, dass wenn die Mäuse mit der Vollmilch eben mehr Kalorien essen, dass die dann eben auch zunehmen. Also meine Güte, das kann doch nicht sein, dass man sowas dann unter den Tisch werfen lässt. Das kann einfach nicht sein. Okay, diese Studie zeigt also auch nicht, dass Milch schlecht ist. Okay, diese Studie zeigt, dass wenn du mehr Kalorien isst, wirst du fett. Ganz einfache Kiste, also völliger Quatsch, diese Studie ranzunehmen. Bis jetzt haben wir also noch keine einzige Studie gehabt von diesen fünf, die irgendwie was bewiesen haben, oder?
Oder? Na gut, gehen wir weiter. High intake of milk. Milk, also hoher Konsum von Milch, aber nicht von Fleisch, erhöht Insulinresistenz in 8-jährigen Jungen hier. Das ist die Aussage dieses Textes. Und natürlich muss man auch wieder für den vollen Text bezahlen. Und wenn man sich nur den Abstract anguckt, kann man auf die Idee kommen, dass eben Milch über kurze Zeit, über 7 Tage hier, dazu führt, dass du weniger insulinsensitiv bist. Das ist die Aussage. Sonst steht hier eigentlich nicht viel drin. Interessante Sache dabei aber ist, dass der gleiche Proteinanteil aus Fleisch nicht dazu führt. Also diese Studie zeigt, dass Fleisch völlig in Ordnung ist, Fleisch nicht zu Insulinresistenz führt und das wird doch sonst immer auch irgendwie von dieser veganen Schiene so behauptet. Aber diese Studie, die sie darunter verlinkt, zeigt, dass Fleisch gesund ist in der Hinsicht. Okay, die BCAAs waren in beiden Gruppen gleich. Und jetzt kommen wir nämlich mal wieder zurück zu Melnicks BCAA-These, die er selber aufgestellt hat, die mit dieser Studie wieder verworfen wird. Also diese Studie zeigt eigentlich, dass die Untersuchung von dem Melnick am Anfang totaler Blödsinn ist. Okay, weil nämlich in beiden Gruppen BCAA, wo auch Leucin daneben zugehört, gleich war. Aber die Gruppe mit dem Fleisch hatte keine Probleme. Die Gruppe mit dem Milchprotein, die hatte jetzt Probleme. Also liegt es nicht am Leucin, es liegt nicht am BCAA oder sonst was. Alle Studien, die der Melnick hier vorher dann gemacht hat in der Hinsicht, ist also Quatsch. Leucin führt also nicht zu Typ 2 Diabetes mit den eigenen Studien, die sie drunter verlinkt hat. Extrem funny, diese ganze Sache. So. Aber wir sind ja nicht hier auf dem Kanal, wenn wir uns die Studie nicht mal ein bisschen genauer angucken würden, oder? Und von daher, weg vom Abstract, rein in die Studie, wo wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar haben wir unsere 8-jährigen Jungen hier, 2 Gruppen, a 12 Personen. Die einen bekommen eben ihre Milch und die andere Gruppe bekommt eben das Fleisch. Das Ganze wurde eben so gemacht über eine Woche, was natürlich relativ kurz ist, so, da kann man sich nämlich auch noch drüber streiten. So, 53 Gramm Protein aus Milch, 1,5 Liter sollten Sie trinken, fettarme Milch, im Hinterkopf auch nochmal gleichzeitig behalten. Die andere Gruppe hat 250 Gramm Low-Fat Fleisch gegessen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, den wir gerade schon bei der Mäusestudie gesehen haben, wo man aber nur drauf kommt, wenn man sich auch mal den Fulltext anguckt. Die konnten essen, so viel sie wollten. Also, die konnten trotzdem noch zusätzlich so viel essen, wie sie wollten. Und jetzt ratet mal, jetzt könnt ihr schon mal raten, wozu hat das am Ende wohl geführt, wenn die essen konnten, was die wollten, genauso wie die Mäuse vorhin. Dass die beiden Gruppen eben nicht gematcht worden sind mit den Makronährstoffen oder eben auch den Kalorien. Wozu führt das dann wohl? Rate. Und wenn man sich das mal anschaut, hier in der Milchgruppe nach 7 Tagen, war die Energieaufnahme generell 10% höher als in der Fleischgruppe. Oh Wunder, dass diese eine Gruppe wahrscheinlich hier 500 Gramm zugenommen hat an Körpergewicht. Also du gehst am Montag auf die Waage, lässt dich dann wiegen, gehst eine Woche später wieder hin, lässt dich wieder wiegen und hast 500 Gramm drauf. Ja mein Gott, wem ist das noch nicht passiert? Wer hatte wohl noch nicht solche Gewichtsschwankungen in seinem Leben? Also müsste man das Ganze mal so ein bisschen über die Woche schauen, wenn ich euch das mal hier zeige. Seht ihr hier, ich habe extreme Schwankungen von Tag zu Tag. Das bedeutet hier, ich kann hier am Montag zum Beispiel messen, bin dann bei 64 Kilo, gehe dann am nächsten Montag wieder hin und habe auf einmal 65 Kilo. Ich habe ein Kilo zugenommen. Das ist aber eine Tendenz, die sinkend ist trotzdem. Also das ist so eine Sache, die auch totaler Quatsch ist. Also gerade mit dem zugenommen, übergewichtig und so weiter, über eine Woche, völliger Bullshit. Na gut, sie haben mehr Energie auch zu sich genommen. Nehmen wir an, sie haben zugenommen. Sie haben 10% mehr Kalorien genommen. Sie haben deutlich mehr Kohlenhydrate zu sich genommen. Das ist der prozentuale Anteil.
Sie haben weniger Fett zu sich genommen und sie haben gleich viel Protein ungefähr prozentual zu sich genommen. Aber der gesamte Proteinanteil mit Gramm war natürlich auch höher als in der Fleischgruppe. Sie haben 2 Liter Milch getrunken. Okay? Wer zum heiligen Teufel trinkt jeden Tag 2 Liter Milch? Abgesehen davon, dass du dann wahrscheinlich mit ein bisschen Laktoseintoleranz Blähungen ohne Ende bekommst, nimmst du natürlich auch bei 2 Liter Milch extrem viele Kohlenhydrate auf, gerade wenn du eben eine Low-Fat-Milch zu dir nimmst. Naja, gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal an, was dann hier Sache ist. Leucin war ja von Melnick so die Sache für dieses Übergewicht, für Diabetes. Schauen wir uns doch mal an. Die Milchgruppe hatte am Ende 49 Picomol pro Mikroliter hier an Leucin und die Fleischgruppe hatte ebenfalls genauso viel, ein bisschen mehr sogar noch hier. Und in der Fleischgruppe ist nichts passiert. Da war auf jeden Fall hier Insulin, ist gleich geblieben, hat sich nicht viel geändert. Nur Insulin bei der Milchgruppe war hier erhöht und hat dann dazu geführt, dass die relative Insulinresistenz hier eben höher war. In der Fleischgruppe hat sich nichts getan. Okay, nochmal zurück zu den eigenen Studien, die sie da gepostet hat. Auf der einen Seite behauptet sie dann, oder der Melnick oder wie auch immer, Leucin ist dafür verantwortlich über diesen mTOR-Weg und so weiter, dass du Übergewicht hast und so weiter. Aber genauso viel Leucin war jetzt in der Fleischgruppe, hat aber nichts bewirkt. Okay, schon ein bisschen merkwürdig, oder nicht? Und wenn man sich jetzt mal wieder vor Augen führt, dass Insulinresistenz eben gerade durch einen Energieüberschuss eben entsteht, oh Wunder, die eine Gruppe hat mehr Energie zu sich genommen, 10%, und dementsprechend scheint es wohl so zu sein, dass Insulin es schwer hat, da eben die Energie in die Muskulatur zu bekommen. Gerade wenn sie deutlich mehr Kohlenhydrate zu sich genommen haben und wahrscheinlich auch nicht großartig Sport getrieben haben oder sowas. Also diese Studie zeigt, Kohlenhydrate sind scheiße, zu viel Energie ist scheiße. Leucin hatte irgendwie überhaupt keine Auswirkung, die BCAAs generell natürlich auch überhaupt nicht, weil die auch gematcht waren. Also die möglichen Wege von dem Melnick am Anfang mit BCAAs sind schlecht, völliger Quatsch, laut dieser Studie eben auch, Leucin ist schlecht. Hä? Also irgendwas passt hier dann nicht zusammen. Naja, wir machen das Ganze weiter und schauen uns das Ganze nochmal an. Was diese Studie nur sagt ist, iss oder trink nicht 2 Liter Low-Fat-Milch, weil du natürlich extrem viele Kohlenhydrate dazu dir nimmst. Komisch, oder nicht? Also hier auch wieder, iss lieber Low-Carb. Als nächstes, so, jetzt haben wir schon die ersten 7 Studien oder sowas, eigentlich schon totaler Müll, daraus zu sagen, Milch ist schlecht. Also da passt irgendwas nicht zusammen und wir werden nachher auch mal was anderes sehen. Jetzt geht es um Prostatakrebs. Und zwar ist das Ganze hier eine Korrelationsstudie, eine Kohortenstudie, die eben gezeigt hat, dass umso mehr Milchprodukte du zu dir nimmst, umso mehr Prostatakrebs bekommst du. Gibt es aber auch wieder komischerweise Unterschiede. Dann gibt es dann eben einmal die Low-Fat-Milch wieder und einmal die Vollmilch, die eben unterschiedliche Auswirkungen haben und so weiter und so fort. Und wenn man nur wieder diesen Abstract liest, kommt man natürlich auf die Idee zu sagen, Milch ist schlecht, weil Milch führt zu Prostatakrebs. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal jetzt wirklich wieder im Volltext an. Der ist zum Glück ja auch kostenlos verfügbar, also könnte eigentlich jeder reingucken hier. Wie wurde das Ganze gemacht? Und zwar, über 12 Monate haben die Leute Fragebögen bekommen. Okay, jetzt mach mal das Video auf Pause, mach mal die Kommentarsektion auf und schreib mir mal unten drunter, in den letzten 2 Monaten, wie viel Vollmilch hast du getrunken? Wie viel Low-Fat-Milch hast du getrunken? Wie viel Milch hattest du in deinem Frühstück mit deinen Cerealien mit drin? Wie viel Eis hast du gegessen? Wie viele Liter? Wie viel Käse hast du gegessen? Schreib das mal bitte alles unten auf und dann gucken wir mal, ob du dich daran erinnern kannst, was du gegessen hast die letzten 2 Monate so. Und dann können wir weitermachen. So, also hier geht es eben darum, das Ganze eben auch mit dem totalen Calcium-Intake und so weiter dann eben zu korrelieren und so weiter. So, gehen wir mal weiter runter.
interessanterweise kommen hier so ganz wirre Kreuz- und Quersachen eben raus. Männer, die eben mehr Milchprodukte konsumiert haben, leben anscheinend länger oder sind älter, rauchen weniger, also die sind gesünder irgendwie. Also okay, also kann ich jetzt Milchprodukte nehmen und bin dann automatisch gesünder und bin älter, oder wie ist die Sache jetzt? Generell, die Vollmilch, der Käse, die Eiscreme und deine Frühstücksflakes sind nicht signifikant, korrelieren nicht signifikant mit einem Risiko von Prostatakrebs. Okay, also hier wird dann auch noch gesagt, dass es eventuell das Kalzium sein könnte, also nur ganz marginal hier das Ganze mit einer großen Korrelation mit diesen mit diese Fragebögen und so weiter. Okay, also kann ich jetzt Eiscreme und Vollmilch trinken oder wie auch immer, und das Ganze ist dann einfach nur mit dem Kalzium, dann korreliert jetzt nur mit dem Kalzium oder was oder wie oder was. Und da muss man natürlich gucken, woran das jetzt liegt, dass vielleicht die Low-Fat-Milch oder so dann der Risikofaktor ist und so weiter. Aber wir können ja nochmal weiter runtergehen, was da noch so eben steht. Dass eben zum Beispiel hier beim Darmkrebs auf einmal die Milch positiv ist. Oh, also okay, beim Prostatakrebs ist die Milch jetzt nicht so gut, aber beim Darmkrebs ist die Milch jetzt auf einmal gut. Das steht in der gleichen Studie. Also Frau Petra Bracht, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Darmkrebs habe, kann ich ruhig Milch trinken, weil das unterstützt dann den Krebs nicht, sondern heilt den Krebs oder wie auch immer oder was. Und auch für ältere Männer scheint es auch dann positiv zu sein, wenn sie ihren Prostatakrebs schon überwunden haben. Also voll die wilde Sache, die hier eigentlich drin steht. Und da muss man natürlich mal gucken, was ist da jetzt Sache? Das Ganze ist eben, deshalb kommen da auch so wilde Sachen eben raus. Vorher war mal, oder in dieser Studie wurde eben gezeigt, dass die Assoziation, die Korrelation nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in anderen Studien und so weiter, dass es eben nur eine Korrelationsstudie ist mit einer großen Bevölkerungsgruppe, die eben Fragebögen bekommen haben und die noch wahrscheinlich noch nicht mal wissen, was sie 2 Monate vorher gegessen haben. Die haben ihre Milch dann auch in Kellogg's gegessen, die haben ihre Milch in Eiscreme gegessen, die haben ihre Milch in Joghurts gegessen, die bis oben hin gezuckert sind. Also zum heiligen Teufel, ich kann doch nicht dann sagen, dass die Milch schuld ist, wenn ich dann entsprechend auch noch extrem hohen Zuckerkonsum oder extrem verarbeitete Produkte eben gleichzeitig mit da rein haue. Also irgendwie ist das Ganze schon ein bisschen komisch und für mich auch kein Beweis dafür, dass eben die Milch für Prostatakrebs eben verantwortlich ist. Nur weil es damit korreliert, weil ich meine Milch auch in Zuckerjoghurt habe, weil ich meine Milch auch in Kellogg's habe oder sonst was. Totaler Quatsch, das sozusagen. Das sehen wir nachher nochmal übrigens an einer etwas neueren Studie, nicht von 2013, sondern 2016, wo dann eben gesagt worden ist, hier zum Beispiel, ist übrigens auch von der American Heart Association eben auf der Seite gewesen, schauen wir uns aber gleich nochmal an, wo eben gesagt ist, dass es eben hier die meisten Studien eben Korrelationsstudien sind, die eben so einen Fragebogen bekommen und das Ganze nicht auseinanderklamüsert werden kann, woher jetzt das, das Fett oder die tierischen Produkte eben jetzt kommen. Man kann eben nicht sagen, ob sie die jetzt gleichzeitig mit Kellogg's gegessen haben, ob das Zuckergetränke waren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann entsprechend das Problem an dieser ganzen Sache. Von daher auch überhaupt gar kein Beweis dafür, dass Milch eben Prostatakrebs hervorruft, was am Ende wahrscheinlich auch wieder dazu führen würde, dass diese Menschen, die eben dann den Krebs entwickelt haben, einfach nur zu viel Energie generell zu sich genommen haben, gleichzeitig zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker und so weiter und viele verarbeitete Produkte eben gegessen haben. Also völliger Quatsch, solche Studien auch heranzuziehen. So, und jetzt wird's richtig witzig. Jetzt können wir uns mal einen ablachen, denn in ihrer Studiensammlung auch hier the Amount and Type of Dairy Products Intake und Typ 2 Diabetes und so weiter und so fort. Diese Studie gucken wir uns jetzt auch mal hier an. Also, was sagt denn diese Studie? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, Frau Bracht, weil ich weiß nicht, warum Sie diese Studie jetzt drunter verlinkt haben. Käse hat eine umgekehrte Assoziation mit Diabetes.
Also, wenn du Käse isst, laut dieser Korrelationsstudie hier, bist du gesünder. Was? Und ein höherer Konsum an fermentierten Milchprodukten, wie zum Beispiel Käse, Joghurt und dick fermentierte Milch, also was weiß ich, Buttermilch oder sowas wahrscheinlich, hat eben auch positive Effekte bei Diabetes. Also es gibt hier als Conclusion keinen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Diabetesrisiko. Ich bin jetzt wirklich verwirrt. Warum genau haben Sie diese Studie jetzt drunter verlinkt, wenn doch hier gesagt wird, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Diabetes, wo sie doch vorher eine Studie hier verlinkt haben, wo eben gesagt worden sind, dass ich eben durch Milch Diabetes bekomme. What the fuck? Also jetzt mal ganz ehrlich, also warum mache ich denn, lesen Sie oder liest denn sonst keiner diese Studien durch, die da drunter verlinkt? Also ich wette hundertprozentig, dass wahrscheinlich 99% der Leute nicht einmal reingeguckt haben in dieses Ding hier. Wäre natürlich geil gewesen, wenn man jetzt so einen Zähler hier hätte und sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen, eben diese Dinge auch mal wirklich anzugucken, weil ich verstehe jetzt nicht so ganz, also das ist doch eine positive Studie für die Milchprodukte dann am Ende, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd irgendwie? Also Intake of Milchprodukte war nicht assoziiert mit eben Diabetes. Also sehr interessant, diese ganze Sache. Also ihr dürft, also Petra Bracht sagt zu euch, ihr dürft ruhig Käse essen, ihr dürft ruhig Milchprodukte essen. Das ist eben positiv für eure Gesundheit, sagt die Petra Bracht, weil sie eben diese Studie darunter verlinkt hat. Interessant oder etwa nicht? Naja. Schauen wir uns jetzt mal andere Studien an, die sich eben damit auch noch beschäftigen, aus neueren Jahren mal. Aus 2017, aus 2016. So, hier ganz neu. Ich habe auch wirklich drauf geschaut, dass eben diese Studien, ich habe einige rausgenommen, die eben offensichtlich von der Milchindustrie quasi auch unterstützt worden sind und dementsprechend kann natürlich sein, dass sie auch davon Geld bekommen haben, aber das war jetzt hier nicht so auf den ersten Blick offensichtlich. Was hat diese Studie jetzt eben rausbekommen am Ende? Also schauen wir uns das Ganze mal an. Die hat eben gesagt, wo habe ich es denn markiert hier, dass zum Beispiel bei Kindern, die eben Low-Fat-Milch genommen haben, das Risiko größer ist, eben Übergewicht zu bekommen, als bei Vollmilch. Also Vollmilch ist deutlich besser, wie wir jetzt schon auch aus den anderen Studien mal so ein bisschen gelernt haben, um eben entsprechendes Risiko zu minimieren. Was natürlich daran liegt, dass diese Low-Fat-Milch einfach nur aus Zuckerwasser quasi besteht, was natürlich auch sehr schnell den Insulinspiegel dann in die Höhe schnellen lässt. Du hast dann auch schnell wieder Hunger, weil eben kein Fett vorhanden ist und so weiter und so fort. Magenverweildauer, der ganze Kram eben. Und dementsprechend, was ich auch schon lange empfehle, kauft euch die Frischmilch vom Bauern und nicht irgendwelche Low-Fat-Milch mit 0,1% Fett oder sowas dann aus dem Supermarkt. Nächste Untersuchung hier oder Veröffentlichung, die sogar bei der American Heart Association, die ich ja sowieso selber nicht mag, aber die ja von vielen Veganern auch immer wieder herangezogen wurde und gesagt wird, oh, die haben gesagt hier, Fleisch ist schlecht und so weiter. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was die zum Milchkonsum sagen. Oh, in den zwei Kohortenstudien wurde eben festgestellt, dass man weniger Diabetes bekommt, wenn man mehr Fette aus eben Milchprodukten in seinem Blutkreislauf hat. Also, wie jetzt am Ende? Also jetzt Fett aus der Milch doch wieder gut oder nicht? Das ist diese Studie hier, die man sich jetzt nochmal genauer angucken könnte. Auf jeden Fall haben wir weniger Risiko, wenn wir Milchprodukte, Vollfettmilchprodukte essen, anstatt eben dieses Zuckerwassermilchprodukte Gedöns. Und auch die nächste Studie 2016, wenn man sich neuere mal anschaut, Milchprodukte und eben Typ 2 Diabetes, wurde eben gezeigt, dass man eben, hier wurde eben untersucht, der Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Typ 2 Diabetes. Und hier wurde eben auch gezeigt, dass eben die fermentierten Produkte, die Vollfettprodukte und so weiter eben positiv sind für
Typ 2 Diabetes, gerade auch bei Älteren, wenn man eben kardiovaskuläre Risiken hat und so weiter und so fort. Bedeutet also, wenn man sich mal andere Studien aus neuerer Zeit auch noch dabei anguckt, ist das Ganze sogar positiv für unsere Gesundheit. Also fassen wir den ganzen Kram nochmal zusammen, der in Ihrem Video hier als Milchlüge betitelt wird. Also ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal die Lüge, weil Sie die Studien nicht wirklich angeguckt haben und wahrscheinlich auch irgendwie Studien da reingerutscht sind, die eben genau das Gegenteil zeigen, was ich extrem witzig finde. Witzig. So, diese Studien hier, diese ersten Studien nochmal. Alle von diesem Melnick sollen einfach nur mögliche Wege beschreiben und sind deshalb völliger Bullshit, um zu sagen, Milch ist schlecht, weil Milch enthält BCAAs, weil Milch enthält Aminosäuren. Diese Aminosäuren haben natürlich eine Auswirkung auf Insulin und deshalb auch IGF-1 und das Leucin ebenfalls auf mTOR. Deshalb ist die Milch schlecht. Okay, also wir haben gelernt, dass ebenfalls BCAAs, Aminosäuren oder Leucin ebenfalls auch in pflanzlichen Produkten drin sind, ebenfalls auch in dem Fleisch drin sind. Und die Studie, die sie darunter verlinkt hat mit dem Fleisch, hat gezeigt, dass es nicht negative Auswirkungen auf Übergewicht oder Insulinresistenz hat. Okay, also können wir hier die Artikel von dem Melnick eigentlich schon mal in die Tonne kloppen. Die Leucin auch. Also nichts von Melnick ist also irgendwie nachweisbar in Studien. Komischerweise. So, weiter haben wir hier nur eine Mäusestudie, wo die Mäuse zu viel gefressen haben, zu viele Kalorien aufgenommen haben. Oh Wunder, haben diese Mäuse zugenommen. Liegt es jetzt an der Milch? Nein, weil die Gruppe mit der Low-Fat-Milch, die hat ja sogar weniger zugenommen, obwohl sie mehr Kalorien gegessen hat, als die Kontrollgruppe mit Wasser. Kann man jetzt also sagen, Milch führt zu Übergewicht? Nein, kann man nicht. Man kann sogar sagen, dass eine Low-Fat-Milch sogar zu weniger Gewichtszunahme führt. Okay, sehr interessant, oder nicht? Wenn man sich mal die Volltexte wirklich anguckt und nicht nur die Abstracts, kommt man auf einmal auf ganz andere Erkenntnisse. Nächste Studie, hier mit der Milch und dem Fleisch, zeigt also BCAAs, Leucin und so weiter, völlig Wumpe. Worauf kommt es hier wieder an? Auf die Gesamtkalorienbilanz und die ganzen Kohlenhydrate, die dann noch im Übermaß dann eben entsprechend vorhanden sind. Wen wundert's? Prostatakrebs. Große Korrelationsstudie, die in anderen Korrelationsstudien dann eben auch wieder irgendwann mal aufgehoben wird quasi und die Studie selber sehr viele Hin und Hers hat. Dann für den einen Krebs ist es negativ. Warum sagt die Frau Petra Bracht denn nicht in ihrem Video dann auch, wenn sie diese Sache hier kennt, dass eben das Ganze mit Darmkrebs, dass also Milch bei Darmkrebs positiv ist? Aber sie empfiehlt ja Milch überhaupt nicht. Sie sagt ja, das ist eine Milchlüge. Aber die gleiche Studie sagt dann eben, dass es auf anderer Ebene wieder positiv ist für die Gesundheit. Also irgendwas passt da wirklich nicht zusammen. Dann die letzte Studie, die hier eben auch drunter war. Hä? Warum? Also Käse ist also gut für Diabetes. Hat man jetzt inverse nicht so wirklich verstanden, was das Wort auf Deutsch heißt? Oder die Zahlen nicht richtig gelesen, dass es nicht über 1 war, sondern unter 1? Also irgendwas ist hier nicht so ganz so richtig. Man hat die Conclusion vielleicht nicht gelesen, dass es eben nicht korreliert mit einem Typ 2 Diabetes-Risiko. Also, was wir aus diesem Video jetzt lernen, ist auf jeden Fall hundertprozentig, was hier nachgewiesen worden ist, dann eben, dass Milch sich nicht negativ auswirkt auf Übergewicht, Typ 2 Diabetes etc. pp. Dass Milch nicht irgendwie andere komische Wege aktiviert, wie andere Produkte auch könnten, wie zum Beispiel Fleisch, also die ganzen Melnick-Dinger. Und diese ganzen Studien sind eben völliger Quatsch, die da drunter stehen. Ohne Witz. Also ihr habt es jetzt selber gesehen. Und wenn man sich mal mit etwas neueren Studien dann eben auch beschäftigt, dann findet man vielleicht auch mal heraus, dass, wie es jetzt sehr oft auch eben kommt, dass eben die Vollmilchprodukte positive Auswirkungen eben haben auf verschiedenen Ebenen. Und das passt überhaupt nicht mehr zu dem, was sie dann eben gepostet hat. Also, ne, Augen offen halten, wenn ihr solche Videos seht, klatscht nicht einfach in die Hände. Also hier sind ganz schön viele Leute ziemlich verwirrt anscheinend und haben sich die Sache nicht wirklich angeguckt.
lassen jetzt wahrscheinlich bei ihrem Darmkrebs die Milch raus und sterben dann daran. Danke, Petra Bracht, wenn man das so mal sieht. Sie haben Leute eben ins Grab gebracht. Ich bin einfach mal jetzt so drastisch und möchte einfach mal die Studien genauso drastisch darstellen, wie sie das macht. Also diese Studien, die da drunter verlinkt sind, völliger Bullshit, gehören in die Tonne, wenn man dafür, damit beweisen möchte, dass eben Milch schlecht ist. Das finde ich extrem witzig, dass die Leute sich wirklich nicht angucken, was im Volltext steht. Für euch als Empfehlung, trinkt nicht diese hochverarbeitete 0,1% Fettmilch aus dem Supermarkt. Holt euch zumindest die Bio-Vollmilch, die aus Weidemilch eben besteht. Holt euch am besten die Frischmilch, die Rohmilch direkt vom Bauernhof, direkt von der Milchtankstelle. Gibt es mittlerweile fast überall. Holt euch das Zeug. Da sind übrigens auch noch die ganzen Enzyme vorhanden, die eben die Milch aufspalten kann, die Milchzucker. Und ihr habt dann viel weniger Probleme auch mit Laktoseintoleranz oder solche Sachen. Laktoseintoleranz ist eben auch nur einfach eine Sache, die sich entwickelt, weil man eben nur diese Low-Fat-Dinger zu sich nimmt und eben nicht mehr diese Vollmilch oder Frischmilch. Dementsprechend holt diese Rohmilch, ist auch überhaupt nicht gefährlich, habe jetzt nichts darüber gefunden, dass irgendjemand mal daran gestorben ist oder sonst was. Da sterben mehr Kinder oder haben mehr Kinder irgendwelche Krankheiten, war doch letztes Mal irgendwo in Niedersachsen, wo dann eine komplette Schulklasse irgendwie flach lag, weil dann in deren Sprossen irgendwelche Dinge drin waren. Also, ne, lasst euch da nicht verarschen. Also, die Milchlüge, Studien Teil 1, ich bin auf Teil 2 gespannt, die werden wir natürlich dann auch mal auseinandernehmen, aber hier habe ich eine ganz große Lüge schon alleine mit den Milchdingern eben rausbekommen. Ja, eure Kommentare gerne unten rein, ob ihr durch Milch schon gestorben seid oder nicht, könnt ihr mir gerne aus Wolke 7 schreiben und dementsprechend könnt ihr mir natürlich auch gerne andere Studien unten rein verlinken, die beweisen sollen, dass Milch eben schlecht ist. Es geht hier nicht darum zu beweisen, dass Milch gut ist, wie in diesen Studien zum Beispiel. Ich weiß, viele Studien sind eben auch finanziert und so weiter und so fort. Es geht darum, sich anzugucken, diese Studien anzugucken, die beweisen sollen, dass Milch schlecht ist. Was steckt wirklich hinter diesen Studien? Ich muss nicht beweisen, dass Milch gut ist. Ihr müsst beweisen, dass Milch schlecht ist. Darum geht es am Ende. Milch hat eben positive Eigenschaften, wenn man es richtig macht und dementsprechend ein bisschen das Gehirn einschalten. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Den Daumen nach oben nicht vergessen. Eure Kommentare gerne unten rein. Wenn ihr noch weitere solcher Videos habt, schreibt sie auch gerne unten rein. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch andere Studien? Habt ihr selber irgendwie Erfahrungen mit Milch und so weiter? Hat das euch irgendwie Krebs beschert? Wie auch immer. Was haltet ihr generell von diesen Aussagen dann immer? Und das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr mich unterstützen wollt mit so langen Videos, da sitze ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage dran eben, da könnt ihr auf Patreon gerne gucken, guckt in die Videobeschreibung, da bekommt ihr auch noch extra Infos über andere Dinge, die nicht auf YouTube kommen und wenn ihr mich halt unterstützen möchtet mit solchen Videos, die eben so einen Quatsch aufdecken, könnt ihr das gerne eben dort machen. Also bis zum nächsten Video, euer Daniel und ich bin auf Teil 2 gespannt.